Yo, Leute, willkommen wieder zurück. Ich muss zum Friseur, ganz, ganz dringend. Leute, es sieht so aus. Wir gucken uns heute ein neues Video an, tatsächlich über eine hamsterige Geschichte. Denn dieser Hamster hier ist kein normaler Hamster, sondern dieser Hamster befindet sich in einem Gefängnis. Es gibt tatsächlich hier jemanden, der nennt sich Mr. Hamster. Und Mr. Hamster ist so ein Typ, der baut einfach Gefängnisse für Hamster und lässt die aus dem Gefängnis ausbrechen. Und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam heute ansehen. Deswegen schauen wir mal gemeinsam rein, bisschen Ton noch mit reinmachen und wir ziehen durch. Let's go! Oh mein Gott, der hat sogar so ein Bett und sowas. Okay, das heißt, oh was? Der hat sogar so Stangen, an denen er irgendwie so ausbrechen muss? Oh Gott. Okay, ich frage mich, was da für ein Ausweg sein wird und ob er da tatsächlich durch die Stangen kommen muss. Es ist ja so eine geniale Idee, den sozusagen aus dem Gefängnis ausbrechen zu lassen, ne? Um zu gucken, wie weit er kommt. Wow! Alter, was? Niemals! Der läuft da an so einem Ding vorbei. Was? Jetzt Nein, er ist entflohen! Er ist weg! Oh nein! Oh Gott, er ist einfach in der Lüftungsanlage. Yo, Alter, der hat einfach für seinen eigenen Hamster eine Adventure-Map gebaut. Wie krass ist das denn bitte? Alter! Wahnsinn! Okay, da muss er jetzt durch so verschiedene Hinderniskurse kommen. Oh mein Gott, und der Alarm schlägt schon. Oh, yo, Junge. Los, kleiner Hamster, du musst weitergehen. Der Alarm, oh nein, er fängt an, sich zu putzen. Nein. Oh Gott, was ist das denn? Das ist einfach so eine Scheibe, die nach oben und nach unten geht. Oh, oh, er hat Angst. Nein, hinten ist die Tür sogar zugefallen. Alter, wie gut ist das denn gemacht? Okay, komm schon, kleiner Hamster, du schaffst es. Geh da rüber. Geht er da durch? Oh nein, da sitzt sogar noch ein Toter. Oh Gott, der es nicht geschafft hat. Oh nein. Das ist ja richtig witzig. Dem seinen Buckel hier einfach. Das ist so witzig bei Hamstern immer. Die brauchen immer so, wenn die jung sind, haben die noch nicht diesen Buckel. Aber wenn die älter werden, dann bekommen die langsam so einen Buckel immer. Und dieser Buckel stört die dann immer, durch so kleine Ritzen durchzukommen. Das ist voll süß. Oh Gott. Oh, okay, jetzt ist er an einer Dampfmaschine angelangt. Was? Was ist das denn für eine Maschine? Der hat da ja tatsächlich unten, ne? Der hat hier unten wirklich so ein richtiges Gerüst gebaut, was tatsächlich wie so Kolben nach oben und nach unten Bewegungen ausgibt. Wahnsinn. Alter. Und sogar so LED-Leuchten hat er da reingemacht. Das ist mit so viel Liebe gemacht. Das ist abgefahren, Mann. So, was hat er denn da? Oh Gott, Alter, der hat sogar mit Greenscreen gearbeitet. Oh, wie süß. Oh Gott. Nein, fall nicht ins Wasser, kleiner Freund. Oh mein Gott, ist der gut im Balancieren. Oh Junge, was ist da los? Oh, okay. Er macht hier auf jeden Fall den Parcours klar. Alter, einfach Lava, der war Lava im Parcours. Aber richtig guter Einsatz von Greenscreen, muss man schon sagen. Da hat man gerade eben sogar die Lava kurz reloaden sehen. Guck mal, man sieht da so die Textur. Schau mal ganz genau auf die Lava, dann siehst du, wie die so reloadet. Warte. Da, habt ihr es gesehen? Okay, guck mal, er putzt sich wieder. Das ist der perfekte Platz, um sich zu putzen über so einer Lavapfütze, oder nicht? Oh, Junge. Was? Niemals! Was hat er denn da jetzt gemacht? Da hat er jetzt tatsächlich so ein Scharnier mit einem ganz normalen Gummiband. Also nicht Scharnier, sondern so eine Trommel mit so einem Gummiband. Der macht das, glaube ich, mit Lego Technik sehr viel, ne? Und sehr viel mit Pappe einfach und ganz easy gebaut. Und damit kann man schon sehr viel umsetzen, so wie es aussieht. Halt einfach mit Pappe und mit Lego Technik. Und zack, darüber. Oha! Der hat das richtig gut gemacht. Okay, was hat er hier? Das ist jetzt ein Hamsterrad, glaube ich, wo er jetzt ein bisschen runtergehen muss. Jetzt putzt er sich nochmal. Hamster putzen sich auch manchmal recht oft. Wenn sie sich oft so putzen, dann bedeutet das meistens auch, dass die ein bisschen nervös sind. Ich glaube, er ist auf jeden Fall angespannt, aber er entkommt schon sehr gut aus dem Gefängnis. Schauen wir weiter rein. Los, Kleiner! Du schaffst es! Spring! Lauf! Oh, der hat da sogar so ein Hypnose-Ding noch. Und zack, da ist er jetzt einfach durch. Komm, Kleiner, lass dich nicht aufhalten! Oh, jetzt kommt er in so einen radioaktiven Bereich. Yo! Yo! So Strom!
Was? Oha, hier hat er auch einfach so Wellpappe genommen und auch einfach wie so, wieder wie so eine Tonne dann einfach so. Und was sozusagen einfach ein Laufband ergibt. Voll cool. Aber ich finde das immer so witzig. Der hat sich so bestimmt so 2 Stunden Arbeit gemacht und dieser Hamster, der läuft da einfach so in 2 Sekunden durch. Guck, warte. 1 und 2. Geschafft. Okay. Was haben wir hier? Schon wieder so ein drehendes Teil. Mit mehreren Schaschlikspießen, ne? Oh. Uiuiui, was hat er denn da? Jetzt hat er hier so einen kleinen Laser-Parcours. Da muss er ja richtig aufpassen. Oh nein, Kleiner, du schaffst es. Los, streck dich an. Komm schon. Ja, da kommst du durch. Oh, komm schon. Ja, er hat's geschafft. Oh Gott, das ist so cool. Weiter geht's. Oh mein Gott. Schlangen einfach. Einfach Schlangen. Mal gucken, ob er sich erschrickt. Oh mein Gott, das wird so interessant. Und? Nein! Oha, er hat sich erschrocken sogar. Oh. Oha. Also da muss ich sagen, das dreht sich schon schnell. Also, ja, ich muss schon sagen, das hat eine gute Umdrehung drauf, auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter. Alter, was? Aber ich glaube, der kann gar nicht davon erwischt werden, oder? Der ist ja weiter unten. Ja, doch. Komm, lauf, Kleiner. Ja, du schaffst es. Und zack, durch. Okay, easy. Easy peasy. So. Oh, da hat er sogar eine Belohnung bekommen. Alter, diese Türen. Was? Nein, er ist eingesperrt. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Jetzt muss er sich frei beißen. Los, Kleiner, beiß dich frei. Du schaffst es, Kleiner. Oh, wow. Da lässt er sich nichts sagen. Der will da auf jeden Fall raus. Alter, wie mutig der ist. Das ist ja krass. Heftig. Und jetzt der Letzte. Komm, du schaffst es. Beiß es durch. Ja. Geh durch. Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Fußballspiel so aktiv mehr jemanden angefeuert. Aber bei diesem Hamster-Video werde ich zu einem anderen Menschenmann. Los. Oh Gott. Das heißt also, oh, way, yo. Oh. Einfach da hochgekraxelt. Wo ist er denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Er bricht einfach raus. Er kommt einfach aus so einem Gullideckel raus. Was ist das denn? Nice, Luftballon. Was? Nein. Nein. Das ist so gut. Oh Gott, wo landet er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Er ist einfach in so einem Dungeon oder sowas. Yo! Nein, niemals. Oh mein Gott, jetzt ist er auch so... Oha! Was geht hier ab? Jetzt sind da so Drehplatten. Ach, guck mal. Da vorne hier, das ist wie in so einem Autowaschpark, wo die Autos eigentlich immer durch müssen. Mal gucken, ob er durchkommt. Alter. Oh Gott. Los, Kleiner, du schaffst es. Drück dich durch. Mal gucken, ob er durchkommt. Ah, ist schon sehr hartnäckig. Aber er kommt durch. Klasse. Da ist wieder Lava. Diese Lava. Oha, einfach diese Leiter umgekippt. Das ist so aufwendig gemacht. Niemals. Das ist einfach eine Spinne. Oh Gott, schnell beeil dich, bevor die Spinne kommt. Los! Oh nein, Kleiner! Oh Gott, jetzt. Ja, Alter, was? Der hat da einfach ein Schienennetz noch aufgemacht. Das ist ja so cool. Ah, guck mal. Der wird auch hier von einem Faden gezogen. Okay, ich verstehe. Cool. Sehr cool. Los, Kleiner! Du schaffst es! Los, du musst da durchgehen. Wow! Schon wieder so eine Drehapplikatur, diesmal aber mit Ketten. Komm schon. Aber diesmal, letztes Mal hat es sich nicht gedreht, jetzt dreht sich das sogar. Mal gucken, ob er das schafft. Oha! Oh nein! Oh Gott, er hat es geschafft, okay. Was hat denn der da gemacht? Das ist einfach so ein Kugelhagel. Oh nein, der Kleine hat bestimmt Angst. Du schaffst es, Kleiner! Oh, Junge. Da hat er jetzt überall so gefährliche Sterne noch. Und da geht's wieder zu. Oh Gott, was passiert jetzt?
Hä? Was passiert da? Er muss wieder nagen. Los, Kleiner! Oh mein Gott, die Decke geht zu! Nein! Los, Kleiner, du musst nagen! Nag um dein Leben! Oh nein! Los, Kleiner! Oh Gott, das ist so brutal! Oh, zum Glück ist das nur Pappe, Mann! Das ist ja wie in einem Horrorfilm! Los, Kleiner, geh durch! Oh mein Gott! Oh, er hat da sogar seinen Sandbad! Oh, die mögen so Chinchilla-Sand extrem. Alter, einfach der heftigste Gefängnisausbruch. Oh, da muss ich schon sagen, das ist ein echt gutes Video, Leute. Also dieser Typ, der diese Videos macht, wirklich sehr kreativ das alles gemacht, sehr kreativ alles gelöst. Und derjenige macht sehr, sehr viel mit seinem Hamster. Ich glaube, das dauert mehrere hundert Stunden, so ein Ding aufzubauen. Ich meine, der hat sogar hier drinnen so Holz und sowas Optik gemacht, überall so Daumen nach oben. Das ist ja so ein richtiges Hobby, das frisst ja bestimmt super viel Zeit. Aber ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus und ja, hat sich anscheinend gelohnt. Meine werten Damen und Herren, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über diesen Parcours hier findet. Dieses Video ist natürlich an die Gedenken an Nobby, der gute alte Kleine, weit ja nicht mehr unter uns leider. Aber tatsächlich hält uns das nicht davon ab, Hamster trotzdem cool zu finden und auch diese Ideen hier cool zu finden. Deswegen Leute, falls ihr einen weiteren Part davon sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.